Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer brandneuen Reihe hier auf Gregs-RPGHeaven.de, nämlich Gregor spielt Yakuza Zero. Hey! Was ich mich freue, ein Spiel, auf das ich super lang gewartet habe. Vor 2 Jährchen konnte ich bereits die japanische Demo ein klein wenig anspielen. Und wer mich kennt, der weiß, die Yakuza-Serie zählt zu meinem absoluten Lieblingsserien überhaupt. Ja, hat sich mit den Jahren entwickelt. Den ersten Teil, der hat mir noch ganz gut gefallen auf der PlayStation 2, aber es war so eines, hat man mal mitgenommen und damit gemacht. Und irgendwann hat es dann Klick gemacht und ich habe auf einmal kaum noch was anderes gespielt als die Yakuza-Games. Die werden ja immer ganz gerne ein bisschen... ja, gleichgestellt mit, das ist das, was aus Shenmue geworden wäre, wenn man da japanisches Gangstertum mit draufgetan hätte oder eine japanische Variante von GTA. Dem ist nicht wirklich ganz so, auch wenn so ein open-worldiger Tummelspielplatz, wie man es bei GTA kennt, durchaus vorhanden ist in den Yakuza-Games. Ich würde es am ehesten als sowas bezeichnen wie die moderne Neuerfindung von alten Brawlern wie Streets of Rage zum Beispiel oder Final Fight, aber dafür mit Open World Stuff, mit jeder Menge nebenbei Zeug zu machen und einer ziemlich ausgearbeiteten und melodramatischen Gangster-Yakuza abgedrehten Wahnsinns-Story. Ja, und Yakuza Zero hier kommt jetzt, also wenn ihr das jetzt hier seht, das Video, ich will es ja sowieso spielen, habe es ein paar Tage vorher bekommen und habe mir gedacht, hey, ein Let's Play von dem Yakuza-Titel habe ich auch schon lange nicht mehr gemacht. Der letzte war Yakuza Dead Souls, das Spin-off mit Zombie-Geballer, dass ich es gleich mal für euch hier mitmachen kann. Und ja, ich freue mich drauf und ich hoffe, dass wir eine Menge Spaß haben werden. Ich bitte jetzt schon zu entschuldigen, wenn meine Stimme nicht ganz so bei Kräften ist. Ich kränke momentan leider ein kleines wenig herum, aber es ist die einzige Gelegenheit, wo ich das Spiel zocken kann. Und ich habe gerade noch Urlaub, deshalb will ich das so maximal genießen und mitnehmen, so gut es geht. Und ja, wir werden das dann so machen. Ich werde bei Zeiten immer wieder mal ein bisschen was dazu erzählen. Okay, hier hatte ich schon eingestellt, dass ich invertiert spiele. Score-Level lassen wir normal und Helligkeit und so weiter. Aber ich versuche größtenteils bei den Cutscenes die Schnauze zu halten, die komplett in Japanisch sind mit englischen Untertiteln. Ich werde bei gewissen Sachen dann drüber sprechen und übersetzen oder zwischen den meisten Zeilen. Aber ich versuche größtenteils bei den Cutscenes selber, wenn nicht gerade ich irgendetwas beipflichten möchte, dann die Schnauze zu halten. Ich hoffe, dass ihr dann damit zurechtkommt, dass dann nur die englische Übersetzung dann darunter steht. Aber wie gesagt, bei einigen Sachen werde ich dann auch selbst ein klein wenig mit übersetzen, wenn es so zwischendurch Texte sind und nicht große, aufwendige Cutscenes. Lass uns mal starten und in das Spiel reingehen. Ich spiele übrigens die Download-Fassung auf der PlayStation 4. In Japan gab es noch eine PS3-Fassung, die ist aber jetzt hier im Westen nicht rausgekommen. Ist aber ehrlich gesagt halb so wild, weil im Jahr 2017 da noch eine PS3-Version mit der Hälfte der Frames und der Auflösung rauszubringen, das jetzt unbedingt auch nicht gebracht. Und da haben wir ihn, Kazuma Kiryu, unser aller Liebling, einer meiner liebsten Videospielprotagonisten. Let's go. Yamete kure. Privatgelände, bitte nicht weiterkommen. Da wurde der werte Kollege wohl zusammengeschlagen von unserem Kazuma. Was weiß ich, was der da angestellt hat. Ja, da macht er nicht gleich den sympathischsten und nettesten Eindruck direkt, aber... das soll er ja eigentlich auch nicht, denn Kazuma, er ist ein Gangster, er ist ein Yakuza. Oder besser gesagt, er ist ein Yakuza-Nachwüchsler, Anwärter. Der mal Leute gern mal zusammenschlägt anscheinend und denen die Brieftasche abnimmt, inklusive der vielen Yen, die da drin stecken. Ja, wie der Name es impliziert, Yakuza Zero ist ein Prequel. Ist eine Vorabgeschichte. Kamera.
Kamurocho 21st Century Redevelopment Plan Begins. Auch interessant, da hat es angefangen. Ihr seht da oben die Einblendung. 9. Dezember 1988. Wir sind in Kamurocho in Tokio, in dem Vergnügungsviertel Tokios. Kabukicho, glaube ich, heißt die echte Variante. いやだもう。いいから抱くだい出してよ。あ、じゃあさ、プラザのスイートでも取るよ。だから、俺と朝まで。ねね。なんだてめえ。いてんぜ。おい、ちょっと待てよ、これ。 Ja, verpiss dich, du notgeiler Sack. Da traust du dich nicht mehr, ne? Domo, sumimasen deshita. Also wir haben ursprünglich Kazumas Geschichte erst viel, viel später erlebt. Das erste Yakuza steigt nämlich in der spielbaren Portion im Jahr 2005 ein. Und da ist Kazuma schon ein ausgewachsener Yakuza. Und hat durchaus andere Sachen erlebt. Hier bekommen wir in dem Prequel in Yakuza Zero mit, wie aus Kazuma wohl der geworden ist, der er geworden ist. Und darauf freue ich mich ehrlich gesagt super sehr. Hey, wie ist es gelaufen? Ah, ein Loan Shark, ein Geldverleiher. Es ist erledigt. Entschuldigt das Wechselgeld. Ich hatte keinen Briefumschlag mit dabei. Mach dir keine Sorgen, Cash ist Cash. Ja, man kann es auch ohne einen Briefumschlag ausgeben. Die Leute vom Dojima-Clan, ihr arbeitet schnell. Das macht das Leben wirklich einfacher. Jedenfalls, hier ist dein Anteil, 10%, wie versprochen. Okay, also habe ich das Geld eingetrieben für ein Geld ein oder für ein Geldverleih. Und hier ist noch ein kleiner Bonus von mir. Das ist nicht notwendig. Ja, die meisten Schläger heutzutage nehmen die Hälfte heutzutage. Also ich habe schon echt, ist günstig mit dir, du tust mir eigentlich den Gefallen, vertrau mir. Aber immer noch, schau dich doch mal um. Ja? Andere Kinder, die haben dann, oder andere Kinder wie du, haben 10.000 Grand Bills, den sie rumschmeißen. Du solltest dich um dein Äußeres kümmern. Denke oder denke dran, als ob es ein Geschenk wäre für unseren ersten Job, den wir gemeinsam haben. Da sieht man schon, ne? Ja. Mach aber nicht meinen Fehler und leih einen Idioten aus. 300.000 ist für mich zwar nicht viel, aber wenn ich es nicht abhole, dann sendet das die falsche Message aus. Das denke ich mal. Verleih genug Geld in dieser Stadt und du lernst ein oder zwei Dinge. Die Welt heutzutage, sie kennt den Wert des Geldes kaum noch. Du magst nicht angelesenes Wissen haben, aber das, was du auf der Straße lernst, wird dir natürlich helfen, stimmt's? Das kann ich nicht sagen. Wird das dann alles sein? Versuch mir eine Lektion zu erteilen. Na. Hey, warum kommst du nicht und arbeitest für mich, mein Sohnemann? Jemand mit deinen Skills, der könnte wirklich richtig viel Geld reinholen. Es wäre wesentlich einfacher, als bei den Yakuza zu sein. Jedes Mal wäre ein Fest, jede Nacht eine Orgie. Hey, ja, das ist nur der Anfang. Das Geld, das hält die Welt am Laufen. Und du kannst dir sogar Glück erkaufen, wenn du es weise ausgibst. Es dauert sehr lange, um es als Yakuza zu schaffen, aber Geld ist eine gute Abkürzung. Komm und arbeite für mich und du wirst schneller aufsteigen. Vor 3 Jahren hätte ich dein Angebot vielleicht angenommen. Aber sobald du einmal Yakuza bist, dann kommst du nimmer raus. Das ist also deine Antwort, hm? Ich wundere mich, ob ein Yakuza zu sein ein ebenfalls so erfüllendes Leben bringen wird. Ha? Das weiß ich nicht.
Ich war niemals ein Yakuza, das könnte ich dir nie sagen. Naja, wenn du deine Meinung änderst, dann ruf mich einfach an. Ich sehe dich. Beide Seiten nochmal wieder. Diese Art von Cutscenes ist neu. Was für ein Arschloch. Ich konnte auch hier den Text selber nicht weitertreiben. Schön meine Zeit hier verschwendet. Die Fluppe angemacht. Diese Art von Cutscenes ist neu. Das gab es in der Form bisher noch nicht in den Yakuza Games. Deshalb entschuldige, wenn ich nicht ganz mitgekommen bin. Eieieiei. Um da zu übersetzen, aber ich versuche mein Bestes dann da mitzunehmen. Ja, um auf den anderen Punkt nochmal zurückzukommen. Also wir sind im Jahr 1988. Ihr habt es ja hier von Kazuma schon gehört. Er ist seit 3 Jahren bei den Yakuza, aber hat natürlich noch einiges vor sich. Ich will für die Leute, die die späteren Teile nicht kennen, nicht zu viel spoilerisch jetzt dann da sein, weil, wie schon gesagt, Yakuza 1 spielt im Jahr 2005 größtenteils. Also sind wir schon etliche, viele Jahre weg von dem hier. Und die weiteren Teile gehen dann immer weiter nach hinten. Mittlerweile haben wir ja quasi Kazuma als alten Mann, wie er hier unterwegs ist. Und hier die Anfänge mal zu sehen. Ja, wie vor allem nicht nur die Charaktere zu denen geworden sind, die später die Yakuza-Spiele-Kenner kennen, sondern auch wie damals Kamurocho, ja, die Stadt ausgesehen hat, weil die ist für mich fast schon ein eigener Charakter. Ich habe die Stadt in den vielen Spielen kennengelernt und ich kenne mich da fast schon besser aus als in meiner eigenen Wohnung, Umgebung, ja. Ich dann sagen kann, oh, okay, da geht's zur Tenkaichi Street und da kommt der Tahei Boulevard und da ist hier zum Beispiel die Pink Street, ja, wo das Vergnügungsviertel dann nochmal ein bisschen schmieriger wird. Aber wenn wir hochgehen, können wir zum Champion District oder zum Park Boulevard ganz oben rechts. Also, ich bin gespannt zu sehen, weil ich glaube, hier gibt es auch schon in den 80ern vor allem einige Sachen, die dann später existiert haben, die hier noch nicht da sind. Das Layout ist noch ganz anders, ne? Und es hat diesen 80s Japano-Touch, der nicht so häufig heutzutage dann weitergegeben wird als in den Shenmue, ja, weil das hat ja in den 80er Jahren gespielt zum Beispiel. Oder in vielen Animes von damals, aber hier kombiniert mit meiner Lieblings-Open-World-Drauf-Serie Kapitel Nummer 1, ja, gebunden durch einen Schwur, heißt es, hoffe ich aufs Beste. Und dass da ich ordentlich prügeln und machen und tun kann. Ja, und da sind wir unterm Schild bei der Tenkaichi Street. Und auch sehr schön, in den Cutscenes habt ihr es nicht gesehen, aber das ist der Platz, an dem Nishiki gesagt hat, dass er mich treffen will. Ich schätze mal, ich werde ihn hier sehen. Ja, auf einem Pager auch noch. 724106, ne? Das ist der Code für, ey, was brauchst du denn so lange? Ich warte für deinen langsamen Hintern, dass er hier endlich eintrifft. Ja, da könnte ich mich wohl ein bisschen umschauen und gucken, ob ich ihn finde. Nishiki oder Nishikiyama, meine erste Aufgabe, die ich habe. Ich habe gesagt, ihr seht es unten, Tenkaichi Street Entrance. Ich befinde mich, warte mal, wie kann man die Karte hier zuschalten? So kann man es machen, ne? Okay, und so kann ich da ein bisschen rauszoomen. Ja, das Layout, das kommt mir schon sehr bekannt vor. Ja, das ist eben quasi das Vergnügungsviertel, das Kamurocho-Kabukicho. Das sehr ähnlich wohl aussieht zu dem, wie es in echt in Japan da ist, natürlich adaptiert und gemacht. Tenkaichi Street ist meist dann so die Hauptstraße, bei dem man hier anfängt. Hier ist eigentlich die Bar Serena. Ja, hier ist Serena Backlord, wird es auch genannt. Aber hier anscheinend noch keine Relevanz in der Story. Die Ortschaften, die man betreten, wo man was machen kann, die ändern sich von Spiel zu Spiel. Hier sind die dann farblich markiert, wie Restaurants, wo man reingehen kann. Etablissements, wie hier ein Schrein, ja, wo man CP machen kann, sein Drugstore. Das müsste der Pawnshop sein. Hier unten ist das hier Don Quixote. Ein Supermarkt. Oder ein Massensupermarkt sozusagen. Und ja, je nach Spiel ändern sich dann die Etablissements, in denen man reingehen kann. Hier ist die Spielhalle zum Beispiel. Ah, und hier müssen wir hin. Da ist der Theater Square direkt vor dem Kino. Hier, wo wir wohl Nishiki treffen sollen. Nishiki ist ebenfalls mit uns in der Dojima Yakuza-Familie. Hallo Schwester, was geht hier? Alles Klärchen. Eieiei. Die hat sich aber luftig angezogen. Hoffen wir mal, dass es warm ist einigermaßen da. Nishiki gehört auch zur Dojima-Familie wie ich und ist sozusagen mein bester Kumpel, ja, mit dem es auch storymäßig Relevanz dann gibt. Ich kann hier leider noch nicht vom Weg ab, weil man ja erst wohl das Tutorial hier machen muss. Ich bin schon sehr, sehr froh darüber und einfach baff, ne, dass man das Ganze jetzt hier in 60 Bildern pro Sekunde sehen kann, weil grafisch waren die auf der PS3. Hat sich ja von der PS1 auf die von der PS2 auf die PS3 dann einigermaßen gesteigert. Zwar immer ganz gut, aber
das ist nochmal eine andere Hausnummer. Und für so einen Titel, der auch so auf der PS3 existiert hat, alleine, dass man es in, das war auch ganz geil, dass man es in 60 Bildern pro Sekunde sehen kann, das ist schon mal was. Labert er mich da gerade an? Ja? Kann ich Sie darüber interessieren? Ich verkaufe hier diese schönen Lederjacken. Wenn ich lang genug warte, hat sich Kasum einfach eine Fluppe angezogen als Warteanimation, ne? Tatsächlich. Zündet sich einfach das Flüppchen an. Um das hier mitzunehmen. Und ja, wenn man auch lang genug wartet, dann bekommt man die Einblendung, was das nächste zu tun ist. Ansonsten kriegt man das auch mit der Karte dann aber hier angezeigt. An Telefonen kann man abspeichern oder die Itembox benutzen. Itembox bedeutet, dass man, ja, man hat ein limitiertes Inventory, wo man Sachen mitnehmen kann. Ich glaube, ich kann euch das hier auch gleich nochmal zeigen. Ein limitiertes Inventory und, warte mal, wie komme ich denn hier? Das ist die Karte. Start, Start, genau. Hier, ihr seht, ich habe nur diese Slots, die ich hier verwenden kann. Und ich habe auch hier Materialien zum Craften dann später und Wertgegenstände wie meinen Pager, die dann unabhängig zu denen hier laufen. Wenn die voll sind, dann kann ich sie zu Sammelplätzen, ähnlich wie den Resident Evil Kisten, dann schicken, die Items. Und man hat relativ viele Items, die man mitnehmen kann. Da kann ich hier mal kurz schauen. Ich kann Sachen equippen direkt, also wenn ich dann entsprechend Waffen finde. Waffen sind aber sehr schnell zerbrechlich hier. Pager, das war die erste Message, die wir bekommen haben. Haben wir schon mal weggelesen jetzt. Business und Abilities sind noch nicht fertig. Completion wird nachher wichtig. Oh, Sub-Stories, da freue ich mich auch drauf. 27 hat er jetzt hier, okay. Aber es ist ja nicht nur der einzige. Oh. Mal hier war noch Completion. Ah, er hatte 0 von 27, aber insgesamt 60 sehe ich hier, ne? 60 für Kasu Makiro. Okay, das verstehe ich dann nicht ganz. Wahrscheinlich kommen da noch mal mehr Sachen dazu. Das sind so Sidequests, die man auch sehr cool anstellen kann. Notebook ist dann hier. Okay, nochmal Hilfe fürs Spiel, aber das werde ich eigentlich nicht brauchen. Und wir können uns hier mal weitere Infos für die Charaktere angucken, die wir bekommen haben. Und ja, ich hatte schon erklärt, Member of the Dojima Family, Teil des Tojo-Clans. Also die Dojima-Familie ist eine der Familien der Untergruppierung des Tojo-Clans, des größten Yakuza-Clans innerhalb der Spielewelt. Da, ich glaube, 30.000 Mitglieder misst es dann in späteren Zeiten. Und ja, sind die Hauptanführer der östlichen japanischen Yakuza. Als er jung war, ist er eine Waise geworden und ist dann in das Sunflower Orphanage aufgezogen worden. Und als er dann reif war, dann hat er der Dojima-Familie seinen Schwur geleistet, dass er in die Fußstapfen des Sunflower-Anführers oder des Chefs des Waisenhauses und Dojima-Familienkapitän Shintaro Kazama dann tritt. Ja, es war quasi Shintaro Kazama sein Ziehvater und der Chef, der anscheinend gleichzeitig Yakuza und Anführer und Leiter des Waisenhauses war. Und ja, weil auch wenn Kazuma nicht wirklich ja, quasi hinterhältig ist, ja, seine rohe Maskulinität und seine Kampfeskraft haben ihm wirkliche Aufmerksamkeit beschert. Das ist doch mal schön, ja, Kampfeskraft und alles. Und warte mal, was stand da? Difficulty Normal. Ach, das hatten wir auch schon alles angeschrieben. Und Settings hatten wir auch. Okay. Dann sind wir, glaube ich, bereit, dann mal vernünftig zu spielen. Wir haben genug vernünftigen Setup gemacht. Ach, sehr schön, wie viel dann alles leuchtet und dann so hier weitermacht. Ich sehe aber etwas, was mich doch ein klein wenig stört. Guckt mal hier, achtet mal auf die obere Ecke da. Es sieht zwar alles cool aus, aber es ist ein bisschen so Screen Tearing da, ne? Also ein bisschen, dass das Bild auseinanderreißt und dann mitzieht. Das ist, glaube ich, ein Indikator hier dafür, dass das Ding nicht mit V-Sync läuft. Also, dass die Framerate wahrscheinlich nicht immer stur auf 60 gehalten wird. Aber gut, ich hoffe, dass das nicht zu nervig wird dann mit der Zeit. Ich werde mich hier auch nochmal in Ruhe umschauen, wenn es dann soweit ist. Komm schon, gib mir das Geld. Ich habe dir doch gesagt, dass ich dir es zurückgeben kann, wenn ich es kann, oder? Ah, aber du wirst mir mein Geld nicht zurückgeben. Bitte, lass mich da einfach nur alleine. Hör auf rumzuheulen, du Nerd. Gib mir einfach deine Brieftasche. Bitte, bitte, hilf mir doch jemand. Jemanden hier ordentlich abziehen auf unserem Gelände, ja? Jemand sollte Ihnen eine Lektion erteilen, bevor Sie irgendwas wirklich Dummes anstellen. Da haben sich wohl ein paar Idioten dazu verleiten lassen, auf dem Grund der Dojima Family, ja, wo wir das Sagen hier haben, einfach mal Leute abzuziehen. Und das kann so nicht sein. Was willst du denn? Das ist keine Show. Oi.
Warte mal, bist du sicher, dass er kein Yakuza ist? Und was, wenn er einer ist? Er ist doch genauso alt wie wir. Wenn er ein Yakuza ist, dann ist er wahrscheinlich nur ein Laufbursche. Ihr Leute seid neu in der Stadt? Ja, und wenn wir es sind? Meine Familie leitet diesen Teil von Kamurocho. Wenn ihr Stammgäste wärt, da würdet ihr besser darüber Bescheid wissen, als etwas Dummes hier anzustellen. Was? Entschuldige dich mal, ja? Warum macht so ein Piece of Yakuza Trash hier, will uns eine Lektion erteilen? Wir werden dir mal eine Lektion erteilen, ihr Street Hooligans. Ja, dann sind wir wohl gleich im Kampftutorial hier drin. Kämpfen ist eigentlich nicht allzu kompliziert, aber es gibt natürlich einigermaßen an Spieltiefe. Hier werde ich erstmal meine Kombos probieren. Viereck sind einfache Punch-Attacken. Ich sollte hier einige dann ausprobieren. 1, 2, 3, 4. Also einfach nur mit der Viereck-Taste. Kazuma lenkt sich automatisch in Richtung eines der Gegner hin. Man kann aber auch eine Lock-On-Taste benutzen, das wird uns aber auch nochmal gezeigt. Wenn ich Dreieck drücke innerhalb eines Kombos, dann habe ich so einen Finisher-Blow, der den Gegner dann umhaut. Je nachdem, wie oft man das Viereck drückt, 1, 2, 3 und jetzt Dreieck, dann 1, 2. Na, 1, 2. 1, 2, okay, dann. So ist es, okay, nicht nur gedrückt halten. 2, 3, off. 1. Genau, dann ändert sich der Effekt. Health Gauge ist oben hier meine Gesundheitsanzeige, das orange Ding. Ja, da soll ich immer aufpassen, wenn es dann zu wenig wird, muss ich ein bisschen was essen oder ein Recovery-Item benutzen. Mit Kreis greift man. So, nochmal Kreis wirft man sie um. Wenn man eine andere Taste drückt, dann gibt es Punches oder Kicks. Das ist hier mit Dreieck. Aber ich mache meist den Wurf. Der Wurf ist jetzt hier ein bisschen anders als sonst. Normalerweise in den anderen Spielen hat er ihn irgendwie mit dem Arm gezogen und nach vorne geworfen. Das Training ist fertig, jetzt kann ich sie mal ein bisschen fertig machen. So, was mir hier noch nicht... Achso, warte mal, Counter. Muss ich jetzt mal probieren. Okay. Okay, dann... Ah, alles klar, wenn ich getroffen werde. Kann ich sie aber jetzt komplett killen? Doch, kann ich. Da unten haben sie ihre Energieleiste unten rechts. Alles klar, wenn ich getroffen werde, dann haben sie die Möglichkeit, oder habe ich die Möglichkeit, durch Drücken an der Taste direkt einen Konter dann anzufangen. So. Buff. Zack. Mit der R1-Taste kann ich sie anvisieren und drumherum laufen. Und wenn ich L1 gedrückt hatte, dann kann ich blocken. Aber wenn ich sie anvisiert habe und die X-Taste drücke, dann kann ich einen Ausweichmove machen. Ich werde das auch in gewissen Gelegenheiten mal benutzen. Und da haben wir den letzten Gegner weggehauen. Das werden wir nach und nach eh nochmal gezeigt bekommen, aber wir werden es auch selber natürlich noch üben. Oh. Nishiki. Akira Nishikiyama, auch genannt Nishiki. Von der Dojima-Familie. とりあえず飲みに行こうぜ。久々にオールで付き合えよ。な?あ。あの、ありがとうございました。は?いや、この度はどうも。お日柄もよく。行くぞ、錦。 Dank dir doch nicht bei den Yakuza, du Idiot. Nishiki ist so ein bisschen, ich will nicht ganz sagen, das Gegenstück zu Kazuma, weil auch Nishiki kampfestechnisch sehr gut drauf ist. Aber man sieht schon, er hat schon ein bisschen anders das Charisma gepachtet als wir. Shikashi yo.
Ja, ich gebe es zu, aber du fängst so langsam an, auch wie ein Yakuza auszusehen. Du wirst mal ein recht überzeugender Yakuza sein. Du hast das Geld für heute schon eingetrieben, oder? Jawohl. Okay, das sollte Kazama-sans Kazama-san ein bisschen Ruhe geben. Ha, darüber weiß ich nichts. Aber er wusste immer, dass alles, was ich machen kann, ist kämpfen. Ja, du bist doch der, der gut tanzen kann. Ach komm schon, ja. Siehst du nicht, in welcher Zeit wir gerade leben? Du würdest blöd sein, wenn du das alles nicht genießen würdest. Also lass mal ein bisschen draufhauen. Sobald das neue Jahr da ist, wird Kazama-san aus dem Gefängnis rauskommen. Ich versuche bis dahin ein paar neue Tricks rauszubekommen. Ah, okay. Also Kazama ist im Knast. Ja, warum starten wir einfach nicht mal mit diesen Klamotten, die du da trägst? Hm? Hm? Oh, ich habe doch schicken Anzug an, ein Hemd und eine Brust und ein Kettchen. Ja, versuch doch mir mal einen Anzug zu holen, der 500.000 kostet. Ja, vertrau mir. Du wirst die Welt in einem ganz anderen Licht sehen. Ja, Fashion, das ist nichts für mich. Außerdem hat Kazama-san nie auffällige Kleidung getragen. Du weißt doch, dass der Familienkapitän ist, oder? Nummer 2 in der ganzen Dojima-Operation. Wenn du einmal da bist, dann kannst du alles tragen, was du willst. Aber für den Rest vor uns, ja, wir müssen flashy sein. Also war das neue flashy Car, was du dir gekauft hast, einfach nur Business? Ja, und dieser fancy flashy Leiter, den ich habe, ist, gehört mir auch. Wenn du den reichen Typen spielen willst, dann hör auf, so knauserig zu sein. Aber du verstehst, was ich sage, ne? Leute sehen das teure Auto, das Designer-Jacket und diesen kleinen den Dojima-Pin und sie achten dann auf dich. Ein Yakuza ist nur so gut wie sein Image. Wenn du das sagst, ich sage das so, ja? Schau dir doch deinen Freund heute an, ja? Diese Idioten, ja, haben einfach nur Geld leihen wollen, um ein bisschen Dampf abzulassen. Niemanden kümmert hier die Substanz, ja? Du willst nur das Äußerliche dann haben. Okay, dann verstehe ich schon. Nachdem wir heute Abend getrunken haben, oder nee, gehen wir heute Abend trinken oder müssen wir weiter eine Frikadelle ans Ohr labern? Okay, dann gehen wir doch trinken. Warum sagen wir mal, wir machen mal nicht was anderes und wir gehen heute in die Pink Street? Ich kenne da einen guten Platz. Ja, das können wir machen, mal in die Pink Street dann reingehen. Kazuma trägt auch noch nicht seinen Trademark anderen Anzug. Müssen wir Nishiki einmal folgen. Ah, und ich kann einfach R2 gedrückt halten, um das zu machen, okay. Das ist auch neu. So in der Form, glaube ich, hatte ich das bisher noch nicht. Die Pink Street, ja, man sieht es hier, ist natürlich dann storymäßig abgeordnet. Pink Street ist hier. Da müsste die Pink Street sein, genau, Pink Street North. Wird wahrscheinlich hier Nishiki hier rumgehen, dass ich mir automatisch die Stadt ein bisschen angucken kann. Das ist ganz praktisch, dass ich nicht selber mitlaufen muss. Es gab so ein paar Verfolgerdinger, aber da muss ich in den alten Teilen das noch vorher selber machen. Aber es sieht wirklich echt gut aus. Na, mit der schönen Leuchtreklame hier überall. Hast du all diese Plätze mal ausprobiert? Einige sind gut, andere nicht so gut. Wir müssen rausfinden, welche sind. Oh, guck mal. Ja, sei langweilig, wenn du willst, dann behalt dein Geld. Aber das sind nicht die Zeiten, in denen wir leben. Gib es vernünftig aus, ja? Wenn du beim nächsten heißen Ding dabei sein willst, dann musst du dich umschauen und deine Antennen ausfahren. So schaffst du es in der Stadt. Ein geiles Auto hier an der Seite. Sie sagen dir, es ist ein Buffet von heißen Schnitten, aber wenn du da hingehst, sind nur alte Schachteln da. Sie sagen, es kostet nur 5.000 und dann ziehen sie dich ab. Ja, das ist alles, was Erfahrung, die man mitnehmen muss in den ganzen Läden. Ich meine, was ist die Alternative? Du würdest ja sonst wahnsinnig werden. Stimmt, wir müssen auch die schlechten Läden ausprobieren, ne? Wo die alte Schachteln und Schabracken da sind, bevor die heißen Schnitten. Jedenfalls, vergiss es, ich gebe heute einen aus. Du musst einfach mal lernen zu chillen und dich auch so ein bisschen Spaß haben. So gehört sich das. Ist auch um einiges lebhafter hier auf der PS4, habe ich den Eindruck, oder zumindest bei den als die älteren Teile. Guck mal, wo wir jetzt hier hingehen. Kamo Shopping Area. Das gab es in der Form nicht. Ne? Also hier war normalerweise, müsste hier der Millennium Tower irgendwo sein, der wohl noch nicht gebaut ist. Und dieses ganze Eckchen hier, das existiert später gar nicht. Das ist alles Neuland für mich. Kamuro Shopping Area. Da werde ich Spaß haben, mich mal ein bisschen umzuschauen.
Bindegliedern, die gibt es später alle gar nicht. Was ist denn das? Ein Kampf? Scheint so. Besowskis. Komm schon. Ihr steht im Weg. Was auch immer. Was ist denn dein Problem, Bro? Hast du ein Problem? Wir sind mitten in ein bisschen wichtigen Business. Hat er sich angepisst, der andere? Nee. Hey, alter Mann. Hör auf, mit den Typen hier rumzulabern, ja? Wir sind hier nicht fertig. Ugh. Der alte Mann und der trendy Youth. Die Besowskis vorm Laden. Wer ist hier ein alter Mann? Du kleine Rotznase, du Punk. Wer hat eine Rotz... Na, was auch immer du sagst. Jetzt hast du mich wütend gemacht. Ich werde es dir zeigen. Ja? Komm schon, Großvater. Tu, was du nicht lassen kannst. Ah, vergiss es, sie sind komplett besoffen. Es ist den Ärger nicht wert. Lass uns einen anderen Weg nehmen. Kein Problem, ich habe einen schnelleren Weg, um das klarzustellen. Oh? Ja. Ich muss sie nur ein wenig nüchterner machen mit meinen Fäusten. Okay. Die Nüchternheitsfäuste. Schon wieder? Ich kann nicht sagen, ob du ein Sadist bist oder jemand, der für die Wohlfahrt arbeitet. Immerhin, ich habe sie zusammengebracht, dass sie jetzt gegen mich kämpfen wollen, ne? Was redest du denn da? Halt dich da raus. Ja, geh raus, du. Du Arsch. Ja, Besowskis. Ja, wenn ich das auf Deutsch übersetzt hätte, dann hätte ich sie als Besowskis damit zeigen. Oh, und jetzt eine neue Funktion, der Heat Gauge. Die drei blauen Anzeigen unter meiner Energieanzeige. Heat Gauge, First Bar, Shifting Second and Third, Speed Increase, Some Moves Require a Certain Level of Heat. Okay, diese drei Leisten, vorher war es nur eine Leiste, die man hochmacht. Man verstärkt sich dann damit und kann dann Special Moves ausführen. Ja, wenn man bei der zweiten oder dritten Bar ist, dann kann man sozusagen mit drei so Spezialattacken raushauen. So. Ich greife ihn mal. Und da ist zum Beispiel eine Heat Attack. Geil. So. Nehmen wir die Mülltonne. Boff. Alter, die Mülltonne komplett zertreten. In seinem Gesicht. Okay, dein Training ist nun komplett. Man kann die Fighting Stance. Das ist neu. Mit R1. Movement. Achso, nee, das ist nicht neu. Das ist das Anvisieren. Okay, ja. Dann. Guck mal. Es kommt Geld aus denen raus. Wenn ich sie hau. Das ist auch neu, dass da so viel Geld aus ihnen rauskommt. Das ist wahrscheinlich auch eine wichtige Sache. Die Dinger sind kontextsensitiv. So, wie viel? Na gut, ich wollte mal gucken, ob ich noch eine Heat-Action mache, aber dass da so viel Geld aus denen rauskommt, das ist ein bisschen was Neues. Das gab es in der Form nicht, das hat wahrscheinlich hier eine größere Relevanz als bei den anderen Teilen. So habe ich euch ein bisschen Nüchternheit eingeschlagen. Hä, was? Wo bin ich denn? Was habe ich denn hier gemacht? Und wer bist du? Tja, scheint, als ob das die hat nüchtern werden lassen. Es muss dein delikater Touch sein. Ich erinnere mich, dass ich Musikvideos in der Bar geguckt habe und dann haben wir darüber geredet, welche Idole wir mögen. Ja, und dann kam irgendein Idiot und hat vor meiner süßen Schoko-Chan hat sich einfach lustig gemacht. Und dann, oh, mein Kopf tut weh, ich kann mich an nichts weiter erinnern. Ich denke, ihr habt genug für heute Abend. Geht nach Hause. Ja. Geht's Ihnen gut, Mister? Hier, ich werde Sie zum Zug bringen. Lassen Sie es ruhig angehen. Jetzt sind ja beste Freunde, was ist jetzt los? Ach, du bist aber sehr zuvorkommend für ein Kind deines Alters. Ja, ich habe Sie zu besten Freunden geprügelt. Ende gut, alles gut. Lass uns zur Bar. Yeah. Okay, ja, und completing certain challenges will earn you completion points. Die kann man dann wahrscheinlich anwenden. Some things probably happen on their own. Ja, das werden wir dann noch sehen.
Und CP können wir A an den Schreinen dann austauschen gegen Sachen. So, Leute, ich würde sagen, wir haben einen guten Punkt hier erreicht. Die Einführung haben wir hinter uns. Jetzt wissen wir, wie Yakuza Zero funktioniert. Ja, und das lässt sich doch schon mal ganz gut an. Dann werden wir mal voll und richtig einsteigen beim nächsten Teil, weitermachen und draufhauen mit Kazuma und mit Nishiki. Und ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei. Bis dann, sage ich Tschüssikowski.